Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Elementarteilchenphysik und wir wollen uns in diesem Video mit der freien Dirac-Gleichung für ein ruhendes Fermion beschäftigen. Ein ruhendes Fermion bedeutet, der Impulsoperator ist 0. Wir haben hier einmal hingeschrieben, Vektor P gleich 0 Vektor. Ich habe das hier mal als Vektorgleichung geschrieben. Das bedeutet, die freie Dirac-Gleichung hat folgende Form. I gamma 0 d psi nach dt minus m psi gleich 0. Woran liegt das? Die einzelnen Summanden, die sonst noch hier stehen, nämlich I mal Gamma 1 d Psi nach dx1, I mal Gamma 2 d Psi nach dx2 und I mal Gamma 3 d Psi nach dx3, die fallen natürlich raus, weil ja der Impulsoperator 0 ist und der Impulsoperator ist ja minus I mal Nabla-Operator, also Vektor Nabla in diesem Fall. Und wenn das insgesamt 0 ist, muss natürlich auch müssen diese einzelnen Summanden hier natürlich insgesamt auch wegfallen. Und dass wir jetzt nur noch die zeitliche Ableitung von Psi hier stehen haben. Und wir erinnern uns, Gamma 0 ist ja nichts anderes als die Matrix Beta. Und diese Matrix Beta ist eine 4x4 Matrix, die besteht hier aus der Diagonalmatrix in zwei Dimensionen, also 1, 1, 0, 0. Dann hier 2x2 0 Matrizen, wo also hier insgesamt 4 Nullen stehen. Und dann hier nochmal die negative Diagonalmatrix in zwei Dimensionen, also minus 1, minus 1, 0, 0. Und wenn wir eine solche Matrix hier haben und auf den Vektor Psi anwenden, macht das nur Sinn, wenn der Vektor Psi vier Komponenten hat. Und wir nennen die vier Koordinaten jetzt einmal Psi 1, Psi 2, Psi 3 und Psi 4. Und jetzt schreiben wir das Ganze mal als Matrixgleichung hin. Wir haben dann hier stehen I d nach dt als Operator, hier auch I d nach dt, dann hier minus I d nach dt und hier minus I d nach dt. Das kommt also daher, dass wir hier I d nach dt eintragen, jeweils auf der Diagonalen und hier dann jeweils minus I d nach dt haben und das Ganze anwenden auf diesen Vektor hier, nämlich Psi 1, Psi 2, Psi 3 und Psi 4. Und wenn wir hier noch m mal Psi auf diese Seite bringen, dann können wir hier schreiben m mal und für Psi schreiben wir wieder Psi 1, Psi 2, Psi 3, Psi 4. Die mathematisch etwas findigen und gut ausgebildeten unter euch und unter Ihnen, die finden hier sofort das als Eigenwertgleichung wieder. Ja, wir wenden eine Matrix auf einen Vektor an und erhalten ein Vielfaches dieses Vektors, weil die Masse m ist ja ein Skalar, sodass dies hier eine Eigenwertgleichung ist. Und wir müssen jetzt diese Eigenwertgleichung zunächst einmal ein bisschen vereinfachen. Wir wenden nämlich jetzt diesen Differentialoperator hier auf Psi 1 an und dann benutzen wir hier ganz normal das Matrix-Vektorprodukt, also i d Psi 1 nach dt plus 0 mal Psi 2 plus 0 mal Psi 3 plus 0 mal Psi 4. Und dann bleibt über I d Psi 1 nach dt. Auf der rechten Seite haben wir dann für die erste Koordinate m mal Psi 1 stehen. Das gleiche machen wir jetzt mit der zweiten Zeile. Dann erhalten wir hier 0 mal Psi 1 plus I d Psi 2 nach dt plus 0 mal Psi 3 plus 0 mal Psi 4. Und Sie sehen schon, wie es weitergeht. 0 mal Psi 1 plus 0 mal Psi 2 minus I d Psi 3 nach dt plus 0 mal Psi 4. Und die letzte Zeile ist dann wohl klar. So, es kommt jeweils raus m Psi 1, m Psi 2, m Psi 3, m Psi 4 nach den Regeln für das Matrix-Vektorprodukt. Und wir müssen diese beiden Vektoren jetzt miteinander vergleichen. Da muss also jeweils die erste, zweite, dritte und vierte Koordinate müssen übereinstimmen. Das heißt, wir haben einmal die Gleichung I d Psi 1 nach dt gleich m mal Psi 1 und entsprechend I d Psi 2 nach dt gleich m mal Psi 2 und so weiter. Das ist gleich dem und das ist gleich dem. Um jetzt die Lösung dieser Differentialgleichung herauszufinden, wir haben ja eine Matrix-Differentialgleichung hier oben, die wir hier als Eigenwertgleichung wiedergefunden haben. Und hier haben wir jetzt eine Differentialgleichung einer Funktion Psi 1 in einer Variablen, nämlich in der Zeitvariablen t. Und wir müssen die Differentialgleichung lösen, i d Psi 1 nach dt gleich m Psi 1. Wir multiplizieren zunächst mal mit minus i, damit hier auf dieser Seite nur d Psi 1 nach dt steht. I Quadrat ist ja minus 1, also ist minus i Quadrat gleich 1. Dann steht hier also d Psi 1 nach dt
gleich minus i m psi 1. Und jetzt erkennt man sehr leicht, wenn man sich mit Differentialgleichungen auskennt, dass als Lösung eine Exponentialfunktion rauskommt. Wir haben ja hier die Ableitung nach der Zeit ist proportional, das ist hier der Proportionalitätsfaktor, zur Funktion, die Ableitung der Funktion psi 1 nach der Zeit ist proportional zur Ausgangsfunktion. Und derartige Differentialgleichungen werden durch Exponentialfunktionen gelöst, sodass wir als allgemeine Lösung kriegen, psi 1 von t gleich irgendeine Normierungskonstante mal e hoch minus i m t. Gelegentlich findet man in der Literatur hier mehrere Normierungskonstanten. Das hat einen bestimmten Grund, weil es gibt in dieser Normierungskonstante verschiedene Teilfaktoren, die tatsächlich eine physikalische Bedeutung haben. Das wollen wir aber jetzt in diesem Video nicht so genau uns anschauen. Wir nehmen dies einfach erstmal als Normierungskonstante an. So, entsprechend erhalten wir als Lösung für Psi 2 natürlich Psi 2 von t gleich n e hoch minus i n t, genau wie hier. Die Lösungen Psi 1 und Psi 2 stimmen überein. Und die Lösung für Psi 3 und für Psi 4, die unterscheiden sich lediglich hier in dem Vorzeichen vor dem i im Exponens hier. Das heißt, wir haben Psi 3 und Psi 4 von t gleich n mal e hoch i m t. Das liegt eben daran, dass hier schon minus i steht und wir dann einfach mit i multiplizieren. Und dann steht hier d Psi 3 nach dt gleich i m Psi 3 und bei Psi 4 genauso. Und damit ergibt sich dann diese Lösung. Das sind also hier die Lösungen der freien Dirac-Gleichung für ein ruhendes Fermion. Man kann das Ganze sich jetzt auch noch so vorstellen, dass man sogenannte Basislösungen verwendet, die den Vektor wieder mit reinbringen, sodass wir also die Lösung in einem Vektor hier zusammenfassen. Und ich schreibe diese Basislösung Psi 1 jetzt mal hier mit einem Index unten, gleich n e hoch minus imt mal 1, 0, 0, 0. Psi 2 ist dann n e hoch minus imt 0, 1, 0, 0. Und so geht das natürlich weiter, bei Psi 3 und Psi 4 erhalten wir entsprechend die Vektoren 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 0, 1. Und dann steht jeweils bei Psi 3 und Psi 4 hier natürlich das Ganze wieder mit IM, e hoch imt und hier auch e hoch imt. Und da kann man diese Lösung wieder in einem Lösungsvektor zusammenfassen. Man nennt diese Lösung Psi 1 bis Psi 4 Basislösungen und alle Lösungen zusammen kann man dann hier in einen Lösungsvektor packen, sodass man dann n e hoch minus imt oben stehen hat, hier ebenfalls nochmal n e hoch minus imt und hier unten jeweils n e hoch imt.